Jetzt hier in Winterberg, glaube ich, wir mögen die Bahn eigentlich beide. Von daher bin ich da recht optimistisch. Für mich ja eh zu Hause, es werden ein paar Leute an der Bahn sein. Ja, wir freuen uns, wenige Tage vor dem Ebersbecher Rennrodel-Weltcup hier in Winterberg in der Veltins Eisarena Cheyenne Rosenthal, die Doppelpartnerin von Jessica Degenhardt, sprechen zu dürfen. Wir sind hier im Kraftraum der Grundschule in Winterberg. Die erste Frage: Wie war der Jahreswechsel? Oh ja, sehr entspannt, würde ich mal sagen. Schön daheim mit der Familie, eigentlich nur zu Hause gemütlich Raclette gegessen, auf ein Gläschen Wein angestoßen und dann draußen eigentlich mal nur kurz geschaut und den Nachbarn schon mal ein frohes neues Jahr gewünscht und dann eigentlich schon fast wieder ins Bett gegangen. Ja, bevor wir jetzt auf den Weltcup zu sprechen kommen, auf die Perspektive auch 2024, mal ein Rückblick, Cheyenne. 2023 war doch für euch ein wunderbares, erfolgreiches Jahr. Ja, also so im Nachhinein drauf betrachtet auf jeden Fall. Wir hatten auf jeden Fall am Anfang unsere Schwierigkeiten, könnte man glaube ich schon sagen, gerade eben am Schlitten. Da haben wir dann nochmal viel geändert. Aber zur WM eben, zum Highlight, hat dann einfach eben alles gepasst. Und danach war glaube ich auch so ein bisschen der Knoten geplatzt. Und ja, dann auch mit den zwei Weltcupsiegen, glaube ich, die wir dann da noch hatten, lief das Ganze dann doch relativ gut dann auch zum Ende hin noch. Lass uns einmal auf das Jahresende zu sprechen kommen. Auftakt in Lake Placid, dann in Whistler. Welches Fazit kann man da ziehen für euch beiden? Lehrreich. ja, in Lake Placid einfach. Ich war vor 4 Jahren, glaube ich, ja schon mal eben da, 2019 eben im Weltcup als Einsitzer. Eine Woche lang, ich habe da selber nicht mega viele Fahrten gemacht, aber ich war schon mal vor Ort einfach und die Degi war zum ersten Mal eben da. Wir hatten von Anfang an eben unsere Schwierigkeiten, hatten auch einen Sturz Anfang der Woche und seitdem war da einfach so ein bisschen, ja, kleiner Blockade, sage ich mal, vielleicht auch einfach dann irgendwann im Kopf, wo es dann einfach in einer Kurve einfach Lauf für Lauf einfach nicht geklappt hat und im Endeffekt sind wir da zwei für uns solide Läufe runtergefahren mit dem Fehler, den wir im Training eben auch immer gemacht haben und zum Sprintrennen dann unseren einzigsten Lauf dann geradeaus mal ins Ziel gefahren sind. Und ja, ich glaube, Whistler war da, glaube ich, schon einfach, ja, die Erfahrung von letztem Jahr da, die Bahn ist, du kommst da an und fühlst dich wohl. Ja, da lief es von Anfang an gut einfach. Also die WM-Bahn von 2025 ist ja Whistler, da wart ihr ja auf Rang 1. Und dann habt ihr auch eine Mega-Erfahrung gemacht. Ihr wart ja auch Mitglied der erfolgreichen Teamstaffel. Zum Schluss. Ja, was ganz Neues tatsächlich. Es ist schön, dass jetzt eben alle 4 Disziplinen eben mit drin sind. Wir das als erstes Doppel eben fürs Team, sage ich mal, für Deutschland eben fahren durften. Ja, es ist ungewohnt, es ist eine komplett andere Vorbereitung eben am Startblock, aber wenn man sich darauf einstellt, klappt das eigentlich echt ganz gut und ich denke mal, wir haben das als Team sehr gut gemeistert. Cheyenne, die Perspektive 2024, woran müsst ihr besonders noch arbeiten, um weiterhin diesen Erfolgsweg beschreiten zu können? Ja, also ich glaube, am Start haben wir schon einen sehr guten Schritt gemacht, aber da ist immer noch Potenzial auf jeden Fall da. Ja, und in der Bahn, am Material kann man immer arbeiten, so ist auch nicht. An uns selber arbeiten wir, glaube ich, auch täglich. Man merkt manchmal schon, dass wir eben viele Jahre eben Einsitzer zusammen oder eben Einsitzer gefahren sind und die jetzt eben zusammen auf einem Schlitten liegen. Und an sich harmoniert das echt ganz gut und manchmal merkt man es eben einfach, dass da viele Jahre Einsitzer eben drin hängen. Werfen wir mal einen Blick auf die Konkurrenz der Doppelsitzerin dieser jungen Disziplin. Ich nenne da Diana Eidberger, Saskia Schirmer. Dann natürlich die Österreicherin Selina Ekele und Lara Kipp. Sind das eure beiden Hauptkonkurrentinnen? Ja, auf jeden Fall. Also wie du gerade schon sagst, eben mit der Diana zusammen aus dem deutschen Team eben, ist für uns klar auf der einen Seite eine Konkurrentin, aber im Training muss man auch sagen, wir pushen uns da ziemlich gut gegenseitig einfach und wissen, dass die Diana auch schnell fahren kann, wenn sie gerade ausfährt und genau das Gleiche eben bei uns und ja, wenn wir beide auf einer Bahn, sag ich mal, schnell sind, wissen wir eigentlich eh schon, dass wir beide eigentlich wahrscheinlich wieder vorne mit reinfahren können. Klar, aus den anderen Ländern noch dazu eben Italien,
mit Andrea und also Vetter Oberhofer und Ekle Kipp aus Österreich. Die waren letztes Jahr saustark, die sind auch dieses Jahr saustark. Ja, die werden auf jeden Fall da auch ein Wörtchen mitspielen. Also noch zwei Schritte jetzt bis zum großen Ziel, WM in Altenberg. Winterberg an diesem Wochenende, dann geht es nach Igels und dann nach Altenberg. Wie siehst du diese Perspektive? Ja, eigentlich erstmal ganz gut. Also jetzt hier in Winterberg, glaube ich, wir mögen die Bahn eigentlich beide. Von daher bin ich da recht optimistisch. Für mich ja eh zu Hause, es werden ein paar Leute an der Bahn sein. Ja, und dann einfach mal schauen, es sind jetzt wieder europäische Bahn und Altenberg eben als Heim-WM bei der DG wirklich daheim sozusagen im Wohnzimmer, wo sie wirklich aufgewachsen ist, wird bestimmt auch nochmal eine andere Stimmung sein wie in Oberhof eben. Aber ich gehe da recht optimistisch eigentlich ran. Dein Tipp für das Rennen hier in der Veltins Eis Arena? Ich hoffe ja mal, dass wir auf dem Podest stehen. wenn nicht vielleicht sogar ganz oben, es wäre auf jeden Fall schön. Aber das lasse ich mal offen. Und ich glaube, sonst wird es eben, wie gesagt, ein Kampf eben mit den anderen drei schon genannten Doppeln. Dann sagen wir Dankeschön und wünschen alles Gute. Dankeschön.